Es klingt vielleicht ein bisschen profan, aber man muss einfach Zeit dafür schaffen. Man muss einfach von vornherein in der Veranstaltungsplanung Zeitfenster dafür einplanen, weil es einfach total wichtig ist, dass die Studierenden Zeit und Raum haben, um über ihre Texte, über ihr Schreiben zu sprechen und auch um andere Texte zu lesen und sich gegenseitig Feedback zu geben. Und ich höre öfter die Befürchtung, dass das dann Zeit von den Fachinhalten wegnimmt. Und darauf antworte ich dann immer gern, dass genau das ja die Fachsozialisation ausmacht, das Schreiben im Fach. Durch das Schreiben im Fach sind die Studierenden aktiv, müssen Entscheidungen treffen, müssen lernen, das Vokabular zu benutzen, die Fachsprache zu benutzen. Und eine bessere Fachsozialisation kann es eigentlich gar nicht geben. Das heißt, es geht nicht auf Kosten des Fachs, sondern es ist ein Hineinwachsen ins Fach. Sie müssen das auf jeden Fall gut begleiten. Sie müssen den Studierenden viele Feedback-Möglichkeiten geben, damit die Studierenden wissen, an welchen Stellen sie noch sich verbessern müssen. Und sie müssen mit den Studierenden daran arbeiten und dafür auch, wie ich es eben schon gesagt habe, einfach den Raum schaffen und die Zeit schaffen dafür. Das kann man nicht pauschal sagen, das ist sehr fachabhängig. Ich weiß, dass es bei uns in den Rechtswissenschaften zum Beispiel so ist, dass mit der Ausgabe des Themas überhaupt kein Kontakt mehr erlaubt ist mit den Lehrenden, dass gar nicht mehr gesprochen wird. In anderen Fächern gibt es da mehr Spielraum und wenn es den gibt, dann bin ich auch immer sehr dafür, den zu nutzen und den Studierenden die Möglichkeit zu geben, immer mal sich zu vergewissern, ob sie auch noch auf dem richtigen Kurs sind, auch mit denen ruhig Textteile zu besprechen. Denn wenn sie erstmal abgegeben haben, ist es ja zu spät. Und manchmal merkt man in solchen Gesprächen dann zum Beispiel, dass man selber bestimmte Ansprüche hat, die man vorher gar nicht klar expliziert hat. Und da gibt es eben noch die Möglichkeit, dagegen zu steuern. Und ich finde, Studierende haben ein Recht darauf, in diesem so wichtigen Schritt zum Abschluss ihres Studiums auch gut begleitet zu werden.